Heute geht's um Elektroscooter. Was die können, das seht ihr jetzt. Los geht's. Also ich kann mir auch vorstellen, so die Fahrt ins Büro, die kann so aussehen, ne? So fahre ich ins Büro. Das ist doch super so. Nadine, du bist Expertin im Schadensbereich. Wir sollten mal drüber sprechen, was passiert denn, wenn? Man kennt es schon, viele Fahrzeuge, E-Scooter, fahren in anderen Ländern schon ganz wild durch die Gegend. Und das Thema ist ja ein Thema. Es existieren ja auch schon Schäden. Ja. Und was läuft denn da bei euch auf? Also man kann sich jetzt vorstellen, dass tatsächlich auch, wenn man mit so einem E-Scooter unterwegs ist, ist das von der Geschwindigkeit her vergleichbar mit einem Mofa. Also ja. Die erzielen annähernd gleiche Geschwindigkeiten. Um die 20, ne? Um die 20 km/h sind die schnell. Ja, nur der Unterschied ist, man nimmt die später wahr, weil die sind ja recht leise durch den Elektroantrieb. Und es ist tatsächlich schon vorgekommen, also derartige Schadenmeldungen hatten wir, dass man schnell in einem Bereich ist zwischen 30.000 und 40.000 Euro, wenn man damit jetzt einen Personenschaden verursacht zum Beispiel. Genau. Klar, so sieht das aus. Das ist die kleine süße Versicherungsplakette. Ja. Also wir sind bereit, wenn der Gesetzgeber nachzieht, er will diese E-Scooter mit einer Pflichtversicherung belegen, ja. Sodass man für all diese Fahrzeuge eine Kraftfahrthaftpflichtversicherung abschließen muss. Und ab dem ersten Tag sind wir in der Lage, die auch zu gewohnt huckgünstigen Preisen anzubieten. Also wirklich ab dem ersten Tag. Dann ja, ist der Spaß ungemindert. Man muss sich keine Sorgen machen und einen Zusatz gibt es auch noch. Ja, wenn Sie wollen, dass Sie auch Ihren E-Scooter gegen Diebstahl zum Beispiel absichern und die Versicherung da Ersatz leisten soll, können Sie auch noch ein Teilkasko abschließen. Perfekt. Also, dann kann die Fahrt weitergehen. Auf was ist es euch speziell angekommen bei der Entwicklung von so einem Scooter? Was ist eigentlich wichtig? Was muss der können? Also bei uns war ganz wichtig Fahrzeugqualität, Fahrsicherheit und Fahrdynamik. Das heißt, wir haben Scheibenbremse vorne, hinten, wir haben eine gute Lichtausleuchtung, ein dünnes Trittbrett, dann die gute Fahrdynamik habe und das Ladekabel mit im Fahrzeug integriert. Praktisch, ne? Also aufladen muss man ja ab und zu mal. Wie sieht es denn aus mit dem Transport, wenn ich jetzt irgendwo hinfahren will? Also mit dem Transport ist gar kein Problem. Das haben wir schnell zusammengeklappt. Transport. Top, so läuft das. Also mein Roller hat jetzt noch drei Balken, ich fahre noch ein Stück. Du packst das Ding aus, fährst, hast Spaß, kommst von A nach B, fährst ins Büro meinetwegen. So, das ist die Zukunft, Leute. Das ist die letzte Meile, der letzte Weg zum Arbeitsplatz, zu dem Ort, wo ich hin möchte, der ermöglicht mir totale Flexibilität. Aber worauf muss ich achten? Jetzt kommen erstmal die Facts. Um an diese Plakette zu geraten, muss so ein E-Scooter gewisse Bedingungen erfüllen. Daher ist der Herr Brust bei uns. Ich grüße Sie. Hallo. Herr Brust, Sie sind Experte in dem Bereich. Worauf kommt es denn an? Worauf soll denn der Endverbraucher achten, wenn er so einen E-Scooter kauft? Also wenn er so einen E-Scooter kauft, soll er eigentlich auf ein Typenschild achten. Und was auf dem Typenschild auch draufsteht, das Baujahr beispielsweise, das Gesamtgewicht und so. Und dann soll er halt auch auf die STVZO, also ich sag mal zwei Bremsen, voneinander unabhängige Bremsen und dann auch die aktive und passive Beleuchtung achten. Aber für mich stellt sich die Frage, wo darf ich denn wirklich eigentlich fahren? Also ich darf auf dem Fahrradweg fahren. Sollte es denn nicht geben, kann ich auf die Straße ausweichen. Ich muss mindestens 14 Jahre alt sein. 20 km/h ist das Maximum, was ich fahren darf. Und brauche keinen Führerschein. Ganz wichtig, Versicherungsplakette am Schutzblech. Hinten aufkleben, ne? Und so sieht die aus. Und ab sofort gibt es die beim Berater vor Ort. Alle Infos auf huck.de. Und wer ganz clever ist, der setzt auch noch einen Helm auf, ne? Wir fahren noch eine Runde. Tschüss.